ihr Lieben. Wir sind heute bei mir im Fotostudio in Oberkochen. Wir planen heute ein Halloween-Special. Gleich kommt mein Model vorbei. Das ist heute die Sabrina. Und die Visagistin ist die Martina. Und die schminken heute schon seit 2 Stunden. Und ich bin schon echt gespannt, was die Martina gezaubert hat. Wir gehen jetzt gleich nach draußen in den Wald. Und dort wird es ganz schön gruselig werden. Ich nehme euch einfach heute mit. Seid gespannt. Ja, viel Spaß. Hallo. Warte, bist du auch scharf? Natürlich. Nee. Unser Model ist ja nicht da. Hallo. So, sie zieht jetzt ihr Kleid an. Da filmen wir natürlich nicht. Oh Mann. Martina ist voll der Pimp. Ich mache das Video ohne Ton. Das ist jetzt normale. Was ist das Blut? Oh, das sieht ja eklig aus. Blut. Es explodiert aber nicht in meiner Hand, oder? Es explodiert gar nicht. Oder stellst du erst hin und zündest dann an? Nee, man kann es in der Hand halten, habe ich gelesen. Okay. Boah, es stinkt, scheiße, es stinkt. Boah, cool! Jetzt geht's ja auch genau in ihr Gesicht, oder? Ja, so ist gut. Sehr cool. Sehr cool. Man stellt sie einfach auf den Boden und wenn du einfach mal so die Haare wühlst, irgendwie als wärst du so irre. Ja, okay. Oh, das ist aber irgendwie ein Ich möchte übrigens nicht heute Nacht diese Haare kämmen. Wahrscheinlich hat sie keine mehr morgen früh. Hallo ihr Lieben, ich bin jetzt zu Hause angekommen, das Shooting ist schon vorbei. Ich wollte jetzt noch ganz kurz ein paar abschließende Worte einfach sagen, weil ich jetzt während dem Shooting leider keine Zeit mehr hatte, was dazu erklären. Ich hatte jetzt draußen im Einsatz den Yinbei DC1200, also ein Porti. Und da habe ich vorne drauf so eine Softbox mit einem Adapter drauf gemacht, weil ohne hätten wir einfach keine Chance mehr gehabt. Ihr habt gesehen, es war 18 Uhr, aber es war stockdunkel und da hätte mir jetzt auch ein kleiner Aussteckblitz, hätte mir nicht geholfen. Erstens, weil ich kein Einstelllicht habe und zweitens, dass es einfach nicht so ein schönes Licht macht. Deswegen habe ich jetzt ein Porti dabei gehabt. Normalerweise mit Stativ. Da ich jetzt aber die Martina und mein Schatzi dabei hatte, konnte ich quasi einen den Blitz in die Hand geben und der andere hat einfach mit den Rauchbomben rumgefächert quasi. Was wollte ich noch sagen? Genau, im Studio hatten wir zum Schluss den Ringblitz im Einsatz. Das ist ein Dauerlicht. Der kostet 130 Euro, habe ich aus dem Internet. Und ich liebe dieses Licht, das ist so geil. Also es ist ungefähr ja, so groß. Und dann fotografiert man einfach mit der Kamera durch. Und dann hat man eben diese großen Ringe in den Pupillen drin. Und ich fand, es hat zum gruseligen Look von Sabrina eigentlich echt gut gepasst. Genau. Jetzt fällt mir gerade nichts weiter ein, außer dass wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es doch einfach unten in die Anmerkung rein. Ich beantworte es euch gern. Ich verlinke euch auch nochmal die Visagistin, die Martina und das Model, die Sabrina. Und bedanke mich recht herzlich fürs Zugucken. Danke an meine fleißigen Helfer und an mein Model, das heute sehr gefroren hat. Gruselige Grüße und bis bald. Ciao, ciao.